My stomach is growling, honey. It's gonna make our meat tasty. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Hallo Leute, da sind wir wieder. Wir starten nah bei. Oh ja, zwei grüne Paprikas, halbiert, entkernt, ab auf den Grill. Werden erstmal gegrillt. Ganz genau. So, mal umdrehen zwischendurch. Ja, kann noch ein bisschen. So, die Haut schön anbraten. Die kann ruhig schwarz werden. So, nö, wir legen mal nach halber Zeit hier, wenn es schon mal so aussehen hier. Nochmal kurz umdrehen. Da haben natürlich noch zwei Scotch Bonnet Habaneros gegrillt drauf. Entkernt diesmal und auseinandergeschnitten, wie man sieht. Oh ja, Deckel drauf. Ein paar Minuten später in meinem Blick halten, Freunde. Umdrehen. Komm hier. Zack hier, du auch noch hier. So, die kann man einmal kurz wenden. Nämlich jetzt Paprikas runter davon. Gleich erst natürlich. Hoppala, jetzt können sie runter, endlich. So, ab aufs Brett hier drauf. Hier, komm, alles runter. Los geht's, Freunde. So, da sind sie. Oh ja, gegrillte Green Paprikas. Oh. So, und nun hier, komm, Haut abziehen irgendwie, wie auch immer. Komm schon hier. Los, ja, guck. Da geht's ja schon ab. So, wenn wir die Haut hier abgezogen haben, hier kann man sie klein hacken. Mit den Chilis auch nochmal klein hacken. Und dazu natürlich zwei Löffel. Nein, es sind drei. Drei Löffel Zucker. Zwei Esslöffel Weißweinmäßig. Ganz genau. Das wird ein Cocktail für die Girls. Oho. Ja, noch ein Schüsschen hinterher. Ein bisschen umrühren. Ganz genau. Lass mal ein bisschen erstmal auflösen alles. Ne? So. Und nun hier ab in den Topf hier. Die klein gehackten Chilis, Scotch Bonnets und die Green Paprikas. Ganz genau. Und dazu eine Mango. Mango, Mango. Total verrückt. Ja, ganz genau, Freunde. Mango hinterher. Und natürlich eine rote Zwiebel nicht vergessen. Und jetzt hier ein Stück Ingwer fein gehackt. Und dazu Thymian, NS-Teelöffel natürlich. Hoppala, schwarzer Pfeffer. Ja, ganz genau. Und die Ladung, je nach Schärfe, wie ihr wollt. Und dazu Salz. Grob Garnis. Oh, und natürlich unser Gläschen mit dem Zucker und dem Weißweinessig. Ja, und jetzt wird hier ein bisschen umgerührt. Wunderbar. Ah, hier, so, ich schieb's mal rüber für euch. Jetzt kann man das Ganze ein bisschen stampfen hier. Jetzt noch ein bisschen kleiner. Wer will, kann es auch pürieren. Aber ich mag es ein bisschen grober. Ja, genau. Das sieht fein aus. So, und schon ist unsere Mango-Chili-Soße fertig. Löffel rein und ab aufs Brot oder in den Hals. Das Fleisch. Oh. Ja, ganz genau. Hier nochmal die Zutaten für euch. So, und jetzt hier natürlich. Ja, komm schon, ihr kleines Auswahlmenü. Ja? Zwei Folgen, abonnieren, was auch immer ihr wollt. Also, Boys and Girls, ballert's euch rein. Bis bald. Ciao, euer Johnny.